Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Herzlich willkommen bei unserem Bürgerdialog. Und ich werde heute geschätzt eine Viertelstunde was erzählen über das, was wir eigentlich alle wollen, freie Mobilität, und das wir vor allem wiederherstellen wollen. Freie Mobilität als Alternative zu dem, was wir immer mehr erleben müssen, als rot-grüne Verbotspolitik. Und das ist leider alles andere als eine Erfindung oder Sorge, sondern es ist mittlerweile Tatsache. Wir alle müssen uns fragen, werden wir künftig noch den Weg zur Arbeit bezahlen können? Werden wir den Ausflug ins Wochenende noch bezahlen können? Werden wir den Flug in den Urlaub noch bezahlen können? Denn es wird alles immer teurer und das passiert nicht ganz von selber, sondern das ist politisch gewollt. Und das, was wir als AfD wollen, das ist sicherzustellen, dass Sie auch in Zukunft sich aussuchen können, mit welchem Verkehrsmittel, wenn Sie eine Fahrt vor sich haben, Sie von A nach B kommen. Dass Sie sich selber aussuchen können, wenn Sie sich ein Auto kaufen, was da für ein Motor drin ist. Ob das jetzt ein Benzin ist oder ein Diesel oder ein elektrischer oder vielleicht noch ein anderer. Dass Sie sich das aussuchen können, dass nicht der Staat für Sie die Entscheidung schon vorhinein trifft. Und wir wollen, das ist vielleicht, klingt es im Moment sehr selbstverständlich, aber Sie werden von mir ein Beispiel hören, das einem ein wenig das Blut in den Adern gefrieren lässt, das es leider schon gibt. Wir wollen die Bewegungsfreiheit erhalten. Dass Sie sich selber auch in 10 und in 20 Jahren noch entscheiden können, sagen, ach, ich will heute mal eben von A nach B. Und zwar zu dem B, das Sie sich ausgesucht haben. Und es ist heute schon so, dass an vielen Stellen die Mobilität eingeschränkt wird. Ganz häufig passiert es über Verbote und Schikanen, aber es passiert auch immer mehr schon über die Preise. Und wenn wir jetzt, Tobias Peterke hat es schon angesprochen, wenn wir jetzt Bauernproteste erleben, dann hat das ja ganz viel damit zu tun, dass der Staat vorhat, den Bauern den Diesel teurer zu machen, den die nicht auf der Straße verfahren, sondern auf den Äckern. Und zu den Bauernprotesten haben sich auch Spediteure dazu gesellt. Was haben die für ein Problem? Die müssen seit dem 1. Dezember fast die doppelte Rate an der sogenannten LKW-Maut an den Staat abdrücken. Und was hat man da gemacht? Man hat gesagt, naja, bis jetzt berechnet da ein Experte, mehrere Experten, über ein sogenanntes Wegekostengutachten, wie viel Schaden erzeugt denn ein fahrender LKW an der Autobahn oder an der Bundesstraße. Und das versucht man dann umzulegen. So nach der Methode, Straße finanziert Straße. So wurde jedenfalls gesagt. Und dann kam jetzt noch ein CO2-Aufschlag. Und wenn wir uns daran erinnern, was mal großspurig die Greta Thunberg gefordert hat, die hat gleich gesagt, naja, also CO2 muss man richtig teuer machen. Das muss jetzt pro Tonne CO2 180 Euro kosten. Und was macht die Regierung? Die sagen jetzt den Spediteuren, ihr zahlt pro Tonne CO2 200 Euro. Und dadurch ist die LKW-Maut fast doppelt so hoch geworden. Und viele von den Betrieben wird es in die Pleite treiben. Weil die diese Kosten, weil sie entweder lange Verträge haben oder weil sie Auftraggeber haben, die selber unter Preisdruck stehen, die werden die Kosten nicht alle weitergeben können. Natürlich gehen die irgendwann auf die Barrikaden. Aber das sind im Moment noch Beispiele aus abgrenzbaren Sektoren. Landwirte, Spediteure. Aber die Gefahr ist, dass das bald uns alle trifft. Es fängt ja schon so ein bisschen an. Da steigt zum Jahreswechsel der Benzinpreis und der Dieselpreis mal wieder um 4 Cent mehr als das, was vielleicht durch die Preisschwankungen auf den Märkten gerade von selbst passiert, weil der CO2-Preis erhöht wird von 30 auf 45 Euro pro Tonne und in den nächsten Jahren soll der noch weiter steigen und dann irgendwann kommt der große Hammer.
Der ist auch schon eingeplant, dass nämlich nicht mehr durch den deutschen Gesetzgeber der CO2-Preis festgelegt wird, sondern dass die EU zuschlägt und dass der Spritpreis bestimmt wird über ein sogenanntes Emissionshandelssystem. Da wird dann gesagt, es darf nur noch bestimmte Menge CO2 ausgestoßen werden. Und da muss man dann jetzt, das heißt nicht jeder von Ihnen, nicht jeder von uns, sondern die Raffinerien zum Beispiel, die den Sprit erzeugen, die müssen dann mit anderen mitbieten, mit Industrieunternehmen, mit großen, dass sie die Rechte überhaupt CO2-Emissionen in die Welt zu setzen, dass die kaufen. Und da hat schon jemand nachgerechnet, was passiert, wenn, und das ist geplant für 2027, vielleicht 2028, wenn jetzt auch Sprit und wahrscheinlich auch das Heizen in dieses sogenannte europäische Emissionshandelssystem, in das EU-ETS, einbezogen werden. Und dann kam dabei raus, der Spritpreis steigt mal schnell um 30 bis 40 Cent. Über eine Nacht, über eine Neujahrsnacht. Das kommt auf uns zu und dann sind wir irgendwann alle. Aber nicht mehr zum Fahren auf der Straße, aber wahrscheinlich zum Protestieren. Und ich hoffe, dass dann viele protestieren. Und weil auch das noch nicht reicht, arbeitet die EU, Sie werden es aus den Nachrichten wahrscheinlich kennen, an einem Verbot des Verbrennungsmotors. Ab 2035 soll kein neues Auto mehr zugelassen werden, das einen Verbrennungsmotor hat, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und weil das noch nicht reicht, bastelt man jetzt an einer Verordnung, in der dann drin steht, dass alte Autos mit Verbrennungsmotor, wenn die mal 15 Jahre alt sind, keine wesentlichen Reparaturen mehr kriegen dürfen. Wenn das so durchkommt, dann ist also eine Verschrottungsverordnung auch schon da und das, was die Bürokraten vielleicht zu Recht befürchtet haben, dass es auf unseren Straßen irgendwann mal so ausschaut wie in Havanna auf Kuba, das wollen die damit wahrscheinlich verhindern, dass nämlich die Leute ihre alten Autos, dort sind es die US-Schlitten, die da noch importiert werden konnten, bei uns werden es die Verbrennungsmotorautos sein, dass die ihre alten Autos noch am Leben halten, damit sie überhaupt noch ein Auto fahren können. Das versuchen die auch noch zu verhindern. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem man dann feststellen muss, ganz, ganz viele Leute hier im Land können sich das Autofahren nicht mehr leisten. Und das ist, meine Damen und Herren, gewollt. Die grüne Politik sagt das. Grüne Politiker sagen das ganz offen, dass das passieren wird, dass sich halt viele kein Auto mehr leisten können. Darauf läuft es raus und dass die Grünen es ernst meinen, das haben wir alle an dem Heizhammer schon gesehen. Was droht uns also? Ich fasse nochmal zusammen. Ein Zwang zu Elektroautos, die in der Anschaffung teuer sind und die auch im Betrieb teuer sein werden, weil der Strom, und das hat Rainer Kraft uns schon erklärt, noch immer teurer werden wird. Und das, was uns mal erzählt wurde, dass man doch mit billigem Strom dann fahren kann, das ist einfach nicht wahr. In Zweifel wird der Kilometer noch viel teurer als heute. Wenn der Strom überhaupt reicht, um die Autos zu laden, kleiner Nachsatz. Dann stellt sich die Frage, ja, wie ist das mit der Bahn? Ist die nicht eine gute Alternative zum Auto? Naja, wenn man in einer großen Stadt wohnt, kommt man mit der Bahn wahrscheinlich schnell in jede andere große Stadt. Aber die Bahn ist ja andererseits auch ein Fass ohne Boden. Wir hören das ja, wie, und das ist auch die Schuld alter Regierungen, wie schlecht die Bahninfrastruktur ist. Jeder, der mit der Bahn fährt, kriegt es ja mit, wie viel Verspätungen es gibt, wie viele Züge ausfallen, wie Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Und die Bahn sagt, sie will jetzt alleine bis zum Jahr 2027, das ist ja nicht allzu ferne Zukunft, 45 Milliarden zusätzlich haben, um jetzt die Strecken sanieren zu können. Kann ja sein, es gibt wirklich großen Sanierungsbedarf bei der Bahn. Wenn dann die Regierung feststellt, rechnet, naja, haben wir aber nicht so viele, da kommt der Bahnvorstand und legt eine Streichliste auf den Tisch und sagt, naja, wenn ihr uns nicht so viel Geld gibt, dann gibt es das Projekt nicht mehr, dann gibt es das Projekt nicht mehr, dann gibt es das Projekt nicht mehr. Später rudern sie zurück und sagen, nein, wir priorisieren ja nur nach hinten. Aber was hier passiert, ist symptomatisch. Ich kenne das aus dem Verkehrsausschuss. Das ist eine meiner Arbeiten im Bundestag. Und im Übrigen bin ich auch im Haushaltsausschuss, auch die Sache mit dem Geld.
in die steige ich immer auch sehr tief ein, da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Der Bahnvorstand sagt am Ende dem Verkehrsminister, was er zu tun hat. Die Bahn hat sich zum Staat im Staate entwickelt und bevor wir da noch viel mehr Milliarden reinstecken, müssen wir erstmal diese Organisation wieder ordentlich in Schuss bringen und in einer Art und Weise umbauen, dass der Staat, der da viel Geld reingibt, dafür auch die Kontrolle hat. Also, E-Auto-Zwang, nur schlecht funktionierende Alternative auf den Schienen, jedenfalls auf lange Sicht. Und für alle die, die noch ein Benzinauto haben und es vielleicht noch repariert kriegen, wird sich auch noch der Sprit verteuern. Ich habe das mit dem EU-ETS schon erzählt. Und weil das alles noch nicht reicht, gibt es dann so ein paar Obergescheite, die noch planen, wieso sich das Leben in der Zukunft verändern soll. Zum Beispiel an der Universität Oxford. Und die dortige Stadt Oxford, die macht das dann auch gleich noch mit. Die planen sogenannte 15-Minuten-Städte. Die sagen dann, naja, jedes Stadtviertel soll so sein, dass man zu Fuß oder mit dem Fahrrad in 15 Minuten alles erreicht, was man braucht. Schule, Universität, Krankenhaus, Arbeit, Einkaufen, Arzt. Alles, was man braucht, soll man in 15 Minuten erreichen können. Und zwar ohne Auto. Und dann fängt es an. Wehe, man braucht doch mal was anderes. Dann muss man über die Stadtviertelgrenze rüber. Und dann gibt es da irgendwie einen elektronischen Filter mit neuesten Techniken, mit Kennzeichenerkennung, mit Gesichtserkennung vielleicht auch. Stellt fest, jetzt ist man über die Grenze rüber und dafür braucht man eine Genehmigung. Und vor allem, wenn man mit dem Auto über diese Grenze will, dann kriegt man die Genehmigung nicht so häufig im Jahr. Und wenn man trotzdem rüberfährt, kriegt man eine Strafe. Und was ist eigentlich, wenn in einer Partnerschaft, wo die Leute noch nicht zusammengezogen sind, ein Partner in dem einen Stadtviertel ist, ein Partner in dem anderen. Werden jetzt dann die Besuche reglementiert? Was ist, wenn in einer Familie halt die Kinder doch auf eine Schule mit speziellem Profil, Musikschule oder so, im Nachbarstadtviertel wollen? Oder wenn die Universität halt doch in einem anderen Stadtviertel ist? Das ist zwar nicht zu Ende gedacht, aber sie fangen schon an, das zu planen und das umzusetzen. Sie wollen virtuelle Stadtmauern hochziehen. Und in Barcelona gibt es schon Stadtviertel, in die man jedenfalls mit dem Auto kaum reinkommt. Die nennen das, und es gibt immer so tolle Begriffe dafür, ja. Auch diese 15-Minuten-Stadt, die klingt ja eigentlich nach Dorfidylle. Ja, man hat alles vor Ort und so weiter. Das nennen sie Superblocks dort. Und alles hat ein Ziel. Nämlich die Mobilität einzuschränken. Hat das Ziel, Energie zu sparen, so um die Ecke, weil jeder Antrieb von einem Fahrzeug, egal ob Auto oder Zug, mit dem man sich da bewegt, braucht ja Energie und die Energie wird ja immer mehr eingeschränkt. Wir haben ja dann irgendwann nur noch Wind und Sonne und alles andere soll ja weg. Jede Mobilität kostet Energie und das wollen sie nicht mehr. Daran wird gebastelt und es gibt Städte, auch in Deutschland, also Hamburg ist, habe ich zum Beispiel schon wahrgenommen, die da anfangen damit zu planen. Und auf der Internetseite vom WEF steht das Projekt auch schon drauf. Da ist was, daran wird gearbeitet und das sollten wir ernst nehmen. Denn wer das Heizgesetz nicht ernst genommen hat, der weiß es heute auch besser. Wir sollten aufpassen, dass uns solche Eier nicht ins Nest gelegt werden. Und wir... Wir als Alternative sind diejenigen, die auch bei unserer Arbeit im Bundestag die Augen aufhalten und die Sachen, die die anderen lieber spät in der Nacht, wenn nur noch 60 Leute im Bundestag sind, ohne Diskussion beschließen wollen, die da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, so nicht. Dafür sind wir im Bundestag. Was ist also unsere Alternative? Wir wollen diese sogenannte Transformation, die die Linksgrünen losgetreten haben, stoppen. Wir wollen keine CO2-Steuern mehr. Wir wollen eine freie Wahl des Motors beim Auto, des Antriebs, Diesel, Benzin, Elektro, freie Wahl. Wir wollen, dass die Autos gleich
berechtigt behandelt werden, was die Kosten angeht, was die Infrastruktur angeht, da fangen sie ja auch schon an. Sie wollen jetzt mehr Geld in die Bahn stecken als in die Straße. Obwohl auch die Regierungsprognosen sagen, die Straße wird auch in 30 Jahren mit großem Abstand den meisten Verkehr schultern müssen. Nein, wir wollen, dass die Autos und auch die Lkw, dass die fair behandelt werden, genauso wie andere Verkehrsträger auch und nicht immer diskriminiert werden. Und wir wollen eben die Bewegungsfreiheit für alle erhalten. Und wenn irgendjemand spintisiert mit solchen Plänen wie 15 Minuten Stadt oder vielleicht sich auch noch was anderes ausdenkt, dann sind wir die Ersten, die sagen, so nicht. Wir setzen uns für die Freiheit der Bürger ein, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern so, dass die Freiheit auch Wirklichkeit wird, weil man die Freiheit auch bezahlen kann. Und dafür sind wir die Alternative, dafür stehen wir hier. Applaus